Hier, das hier! DR Inside Chat, Lozan versus Abdul, das große Duell! Als ob, Digga! Als ob! Freunde, heute ist das. Ey! Ey, Chat, oh mein Gott! Legendäres Video! Legendäres Video! Der Duelle, ihr habt es euch in den unzähligen Kommentaren gewünscht, das Duell, der Fight zwischen Abdul und Lozan. Jetzt haben wir beide Teilnehmer heute da, beide Ex-Find the Pro-Teilnehmer, die vielleicht auch mal wieder gesehen werden wollen von euch. Ihr könnt es gerne in die Kommentare reinschreiben. Ihr wolltet dieses Duell? Es geht jetzt ins Match zwischen Lozan und Abdul. So viele Ansagen sind gekommen von beiden Seiten und heute werden wir in verschiedenen Challenges sehen, wer der stärkere Fußballer ist. Ich freue mich drauf und wenn euch das Video gefällt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wichtig, TikTok-Kanäle von den beiden Jungs genau, abchecken. Ich habe einen neuen TikTok-Account gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal rüberschauen, supporten. Heißt Lozan Bosmas. Einfach ganz normal mein Name auf TikTok. Dann kommt schon auf meiner. Digga, er redet so komisch irgendwie. Er redet ein bisschen so, als wäre er so Synchronsprecher-Chat. Wisst ihr, wie ich meine? Was war das? Hätte er schon pausiert? Nach Hause geschickt. Also ich bin auf jeden Fall Abdul von den letzten Folgen, alle, Ton? Die dabei waren. Und ich bin hier, dass ich alle Leute hier zeige. Aber jetzt geht's, oder? Er hat der SC Levante gespielt. Jetzt geht's. Ich war in 1B, zweite Liga, deswegen also. Das ist schon krass, muss man erstmal so weit kommen. Es von Neheim auf Lippen? La Liga 2. Also er wird das auf jeden Fall heute sehen, was ich drauf habe. Und er wird, glaube ich, heute selber nach Hause geschickt werden. Chat, keine Ahnung, für wen ihr seid. Ich bin für Levante. Ich bin für Levante. Für wen seid ihr, Chat? Seid ehrlich. Levante auf 1. Nein. Warum geht der immer Bruder, so komisch? Ich essen auf mich gleich. Aber meinen hältst du nicht. Oh! Macht er gut, ich schwöre, macht er gut. Neheim, vielleicht kennt ihr schon Neheim. Das war Jogar de Neheim, Chat. Jogar Football de Neheim. Ich schwöre gut. Mit links war auch stark. Ja, eigentlich Two-Touch, aber er macht nochmal sein Ding. Egal, lass. Ich bin drin. Eigentlich Two-Touch, Annahme, Abschluss nochmal. Aber war okay. Wallabilla, ich weiß nicht, was er da gedribbelt hat. War auf jeden Fall bodenlos. Digga, was sagt er die ganze Zeit mit Wallabilla? Er ist so unsympathisch, ne? Ist krass. Katastrophe, was soll ich sagen? Aber der versucht auch gar nicht sympathisch zu sein, habe ich das Gefühl. Chris Benice, danke für deinen 14. Na, so war ich. War nicht schlecht. Natürlich ging das auf jeden Fall besser, viel besser. Und die erste Runde war Aufwärmung. Lozan, wenn du ready bist. Er weiß genau, ha. Welche jetzt? Hä? Ist 1 gegen 1? 1 gegen 1, ja. Ramon, danke für dein Prime. Komm schon, Torwart. Au! Was haben die gemacht jetzt, ne? Welche jetzt? Die erste Runde war eh nur Aufwärmung. Oh, komm, wie glücklich er ist, ne? Boah, mal geh mal ein bisschen da. Er schiebt dich jetzt schon weg, ne? Komm zu mir. Gut, Keeper. Gleich im 1 gegen 1. Natürlich. Da wird richtig rasiert. Boah, Digga, stark Schuss. Gemacht. Finde ich gut, stark dass du gemacht. Akzeptierst, dass er gut ist heute. Aber trotzdem 3, ne? Loser? Ich
weiß ich. Ja, ja, drei. Jetzt wird er sehen. Natürlich Levante auf die Eins, meine Community. Hat zwei Versuche? Ich gebe niemals meine Community auf und Abdul wird den jetzt zeigen. Erste Runde war nur Aufwärmung. So, Freunde, erste Challenge Aufwärmung, geht Chat. Ganz klar und offensichtlich an Losern. Drei Tore gemacht, Abdul mit einem Treffer. Einen hat er gemacht. Ja. Erste Runde Aufwärmung, chill. Erste Runde warm werden. Jetzt geht's in die 1 gegen 1 Duelle. Jeder darf zweimal offensiv angreifen und zweimal defensiv. Ladies first, würde ich mal sagen. Ladies first, gerade habe ich auch gerade angefangen. Alles gut. Fang an, yalla. Ladies, Schicksal Schluck wieder. Schicksal Schluck wieder. Ich habe auch ich bin verwirrt gerade, aber. Digga, FC Levante macht die ganze Zeit Schicksal Schluck mit Delay, ne? Er sieht schon, was er macht und dann sucht er es aus. Ja, gerade eben auch schon, der Digga. Ich bin verwirrt gerade, aber wer fängt an? Ich. Alla, jetzt auf dieses Duell haben alle viele Leute lange gewartet jetzt. Du hast gesagt, du willst stechen, ne, bei Reuter gegen. Jetzt oder jetzt hast du dein Stechen? Ja. Aber warte, Bälle sind nicht platt, ne? Nein, nein, diesmal nicht. Ja, okay, sehr gut, mach. Bruder, was ist der Ball hier? Oh mein Gott! Bruder, er geht all wie. Mal, nochmal. Er hat gut verteidigt, ne? Er war aggressiv. Bruder, er ist wie so ein Haiwan reingegangen. Ah? Das ist so wild. Gut, Abdul, oder Abdul. Okay. Er war nicht schlecht. Guck mal, wie er weggeht. Guck mal, wie er hier weggeht, als er meint, es ist vorbei. Okay. Guck jetzt. Er war nicht schlecht. Diesmal war er weg schon. Ich hab euch gesagt, erste Runde ist nur Aufwärmung. Mal gucken jetzt hier. Aber Levante auf die Eins, Leute. Guck mal. Kommt on. Gut dabei. Levante. Komm, zeig was. Oh! Boah. Metro, danke für die vier Gifte, Digga. Ich schwöre, ja, seitdem dieses Submarathon-Ding läuft, ne? Gifted Subs. Metro, hat Metro jemals Subs gegiftet? Es wird wieder respektlos. Ich sag nichts, Digga. Hoffen wir einfach mal, dass das keine Woche geht. Oh. Soll ich meine Hose ausziehen? Zieh deine Hose aus! Zieh deine Hose aus! Stark! Stark! War krass! War ein krasser Schuss! Bruder! Er hat mich gezogen! Egal! Natürlich nicht, Levante auf die Eins! Er hat gefault, getreten, er hat meine Hose runtergezogen. Aber es heißt, deswegen alles gut. Freunde, zweite Challenge, anderes Bild. Abdul hat bissiger verteidigt und auch bissiger attackiert. An der Grenze zum Foul, ne? Also meiner Meinung nach, aber ist alles gut. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. 1-1 in den Punkten, jetzt geht die Challenge an dich. War das ein Foul, deiner Meinung nach? Natürlich nicht, aber wenn er... Weil er Tor gemacht Fußball hat, deswegen sagt er Fußball ist halt Fußball, ne? Man muss kämpfen bis zum Ende. Ja, weil er jetzt Tor gemacht hat, deswegen sagt er natürlich nicht. Wäre es in einem richtigen Spiel, hätte der Schiedsrichter auf jeden Fall abgepfiffen. Aber soll auch keine Ausrede sein, er hat ein Tor gemacht, er hat gewonnen, alles gut. Ist gut, ey, finde ich gut, dass es... dass sie respektvoll miteinander umgeht. Das war ja auch so ein Thema in den letzten Folgen. So. Digga, ey, Bruder, respektvoll ist es nicht, Digga. Man merkt richtig, es wird hier keiner gönnt hier keinem was. Außer man gewinnt, ja. So ist das Spiel, ne? Man kommt, man spielt, zu Ende, Zeit zu Ende, man gewinnt, man geht Hose wieder. Wie, machen wir nächste Challenge. Digga, Diar sagt gerade, ich finde wenigstens gut, dass ihr korrekt miteinander redet. Levante sagt, Hauptsache man gewinnt. Man kommt, man gibt alles, man gewinnt und man schickt nach Hause. Er sagt direkt was Respektloses. Direkt danach, dass gelobt wird, dass respektvoll geredet wird. Ist das heftig. Tut das Challenge, okay? Ja, okay, bin gespannt. Er ist Mann auch und kein Fußballer.
So, er kann nicht zocken. Könnt auch sagen, was ihr wollt. So, ihr habt eh da draußen alle keine Ahnung. Ihr redet ohne zu wissen. Er kann nicht spielen, ganz einfach. Bei uns auf der Straße läuft es ganz anders. Erzähl nicht solche Story. Ne, Heim La Liga 2 und so, FC Levante. Auf die 0, nicht auf die 1. Fertig. Natürlich Fußball, Levante auf die 1. Und wenn den jetzt zeigen, harte Arbeit zeigt sich gleich am Ende aus. Keine Luft mehr bekommen bei dem Satz. Der Ton ist weg. Hä? Zwei Schüsse, immer zwei Schüsse. Drei. Jeder drei Versuche. Bruder, das waren 8 Kontakte. Letzter Schuss. Levante auf die 1. Ja. Boah, wie geil. Bruder, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht einen reinmache? Ja. Guck mal, er macht das extra, Bruder. Ich hoffe, meine Mutter, er macht das extra. Schieb mal rüber, Bruder. Siehst du, deswegen habe ich gesagt, Torwart, Junge. Ja, mein. Bruder, hier auf mich. Ja, ja. Bruder. Ja, geh doch mal zurück, Junge. Ja, Bruder, wohin soll ich mit Kopf machen? Bleib ganz still. Oh Mann, das ist Comedy pur, wie die miteinander reden. Die sind ehrlich sauer aufeinander. Er macht das extra, Bruder. Er macht das extra. Schmeiß mal hier auf meinen Fuß. Ja, ich mach die nicht mehr, Bruder. Bro, Walla, lass Torwart schmeißen. Er sagt, ich mach nicht mehr. Er hat einfach aufgegeben. Also, weil irgendwer anders soll machen. Ich glaub, meine Mutter Torwart soll schmeißen. Gib her. Boah, er kann das nicht. Ich sag doch, Bruder, Torwart soll machen. Er ist auch voll aggressiv die ganze Zeit, ne? So oft, ich schwör auf meine Mutter, Walla, Billa und so. Und dann irgendwelche negativen Sachen danach. Warum ist er so negativ die ganze Zeit? Check das nicht. Diese Bruder, hier, ich halt sogar hoch. Hier. Bruder. Ich mach dich nicht mehr, ja? Ja, bitte Torwart, Bro, bitte Torwart. Bro, bitte Torwart. Ich mach dich nicht mehr. Letzte Mal. Ja, bitte Torwart. Nicht mehr. Torwart, cool. Besser, guck. Ihr habt gesehen, er will selber nicht mehr machen. Also mehr muss ich auch gar nicht sagen. Torwart, Bro, du bist der neue Spieler hier. Nein. Bro, lass doch, er kann doch diese nicht. Ich schwöre es. Bruder, mach mit Hand ruhig, wenn du keine Füße hast. Ja, aber. Das ist hart, Digga. Das Problem ist, Abdul schafft's ja ehrlich nicht, Digga. Abdul schafft's ja ehrlich nicht, einen vernünftigen Ball zu spielen. Ich hoffe, er schafft jetzt. Mit Hand. Mach mit Hand, Walla. So, super Ball. So. Nicht getroffen. Ach du. Oh nein. Oh nein, Digga. Scheiße, Digga. Ja, Walla. Also ich weiß, was ich dazu sagen soll. Von 8 Schüssen, nur einer kam richtig an. Das nennt ihr Fußball? Alles gut. Boah, okay. Oh, schön, Losan. Boah. Das macht er super. Ich sag doch von der Straße. Und vor mir kommt noch einiges zu hören. Merkt euch meinen Namen, mehr sage ich nicht. Hä? Wie? Ich sag doch von der Straße, weil er den Ball reingemacht hat? Wie war das? Er ist so die ganze Zeit so aggressiv drauf. Irgendwer muss ihn beruhigen. Man denkt, irgendwas ist passiert oder so. Wisst ihr, wie ich mein, Chat? Losan, Bosmas. An alle Hater, ich liebe euch. Ja, er hat einfach noch Zahnspange. Ja, auf jeden Fall. Der kann doch nicht so alt sein, oder? Weil der hat gut gespielt, meine lange Bälle. Aber ich glaube, Leventi ist auch noch nicht so alt. Boah, er schwitzt unnormal. Abdul schwitzt echt krass. Ich muss ja halt noch trainieren. Aber egal, vom Training kommt auch das am Ende. Ich muss mich auf jeden Fall noch weiter trainieren. Und ich zeig dir Hater jetzt ab. Hater auf die 1. Also und zwar, guck mal. Ich feiere das, wenn so Leute selbst an sich glauben, aber zu Fußball gehört auch nicht nur harte Arbeit, sondern auch Talent. Und ihr habt gerade gesehen, von 8 Schüssen kam, glaube ich, einer richtig an. Also wenn ihr sagt, das Talent, dann fehlen mir auf jeden Fall die Worte. Talent ohne harte Arbeit bringt dir gar nichts. Nehmt euch ein Beispiel an Ronaldo. Harte Arbeit
hier, der hat alles erreicht, was ein Gott erreichen kann. Auf jeden Fall. Ein Gott? Ihr habt ja gerade gehört, das kam aus seinem Mund. Er meinte, ohne Talent, habe ich ja gerade gesagt gehabt. Er hat ja kein Talent, weil ich meine so. Also ihr habt gesehen, wir haben jetzt, glaube ich, 8 Mal versucht, bis ein Ball ankam. Ah yo, kann sein, dass er Goat sagen wollte. Er wollte Goat sagen. Okay, vielleicht kann er Goat einfach nicht aussprechen. Vielleicht, dann wollte er selber aufhören, also... Also wenn du meinst, dass ich Talent habe, habe ich ihm gar nicht behauptet. Aber wenn du Talent hast, boah, dann weiß ich auch nicht. Da hat jeder Einzelne hier auf der Straße Talent. Bruder, was passiert hier? Ding Dong! Was passiert hier? Ey, das ist einfach eine Reality-TV-Serie geworden, Chat. Das ist einfach Reality-TV geworden. Oh mein Gott, Bro. Alles gut, ihr habt gesehen, Leute. Mehr braucht ihr gar nicht zu sagen. Was ihr mit euren Augen seht, daran solltet ihr glauben. Und wenn ihr sagt, Levante auf die 1, dann war ich auch nicht mehr weiter, Walla. Natürlich, Levante auf die 1. 1 gegen 1, ich hab dir gesehen. Ich hab auch gezeigt. Ihr habt gesehen, ich hab eigentlich gewonnen, aber dieser Abdul kannst du ja nicht auf ihn sitzen lassen. Er will unbedingt noch eine Übung. Wir geben ihm die Chance. Wir machen jetzt 1 gegen 1 gegen den Torwart. Dann kann er sein. Fitch mal mit seinen Beinen. Hinter der Kamera hast du gerade was anderes gesagt, dass du nicht mehr kannst. Und alles gut, alles ja, auf gut. Jeden Fall. Mach letzte Challenge, ich hoffe, ich werde das auf jeden Fall gewinnen. Levante auf die 1. Bruder, 0, 0. Wer zu Levante ist, Walla Billa, mir fehlen die Worte. Wer zu Levante ist? Ich weiß nicht mal, was er mir gerade sagen wollte. Guck ehrlich, das ist Ayub, du bist ganz genau. Stark, muss gut. Man sagen. Oh mein Gott. Bruder war Gott. Stark, Walla war stark. Ich weiß doch, Bruder, wenn ich will, Bruder. Walla war clean, war richtig. Das Ding ist, ich glaube trotzdem, auch wenn das sehr stark war, dass Lozan eigentlich Ozan mit Namen heißt und einfach seine Eltern dachten sich irgendwann so, nee, Digga, da muss noch ein L davor. Da muss noch ein L davor. Cleane Bewegung. Ja, absolut. Oh, das wäre ja auch cool gewesen. Fußballer ist so krass, echt gut, ja. Wenn wir dieses Spiel haben, du wirst sehen, diese Fußball. Ich hab gerade gesehen, wenn du willst, kannst du. Schade. Jetzt. Guck mal. Diese Leute, die denken, ich hab große Klappe, aber hab ich nicht. Ihr habt es gesehen, er hat jetzt wieder Gelegenheit bekommen. Und ihr habt gesehen, kam wieder nichts. Mehr muss ich auch gar nicht sagen. Mehr will ich auch gar nicht sagen. Deswegen, danke an alle, die mich supporten. Ich küsse euer Herz. Ja, hat man gerade gesehen, er hat auf jeden Fall gewonnen. Aber natürlich, ich gebe niemals auf. Und inshallah, wir drehen noch einmal ein Video mit Diyar. Und ich werde den nochmal zeigen. Jetzt nochmal danke, Abdul. Also ich oh nein, Digga, tut mir so leid, Chat. Ich fand erstmal, dass ihr beide relativ respektvoll miteinander umgegangen seid. Natürlich, diese bisschen Stichlereien gehören dazu. Schön, dass ihr auf einer fairen Basis. Ich mag dich sehr gerne. Weißt du warum? Du hast nie große Klappe. Du bist so, du machst dein Ding so. Das finde ich sympathisch. So, du bist so ein bisschen schüchterner an sich. Ne? Ich mag das so vom Typen her. Aber dieses Ding da damals, ich will das jetzt heute, ist so viel Zeit vergangen. Was war das mit diesem, willst du sagen, dass ich liebe dich? Das habe ich jetzt im Nachgang des Videos erst richtig. Erklärt er jetzt, was er sah, was er damit meinte? Ich hab's auch nicht verstanden. Das habe ich auch nicht verstanden. Willst du gleich sagen, ich liebe dich, oder? Warum hast du das gesagt? Was sollte? Oh, jetzt bin ich sehr gespannt, Chat. Jetzt bin ich sehr gespannt, was er darauf antwortet. Also, auf jeden Fall, du hast recht. Im Kommentar kriege ich das auch. Er sagt voll auf jeden Fall am Anfang, aber er sagt nicht auf jeden Fall, er sagt auf jeden Fall. Jetzt im Nachgang des Videos erst richtig. Warum hast du das gesagt? Was sollte? Also, das? Auf jeden Fall, du hast recht. Auf jeden Fall, du hast recht. Im Kommentar kriege ich das auch auf jeden Fall immer so. Schon wieder zweimal auf jeden Fall. Warum hast du das gesagt? Was sollte das? Also, auf jeden Fall, du hast recht. Im Kommentar kriege ich das auch auf jeden Fall immer. So, willst du sagen, ich liebe dich? Oder ich kam einfach aus dem Nichts. So. Ich war ein bisschen nervös von hinter Kamera und so. Deshalb habe ich einmal gesagt. So. Abduls Kanal abchecken auf TikTok, macht so ein bisschen Livestreams und so. Gönnt ihm ein bisschen Support. Ich würde mich freuen, ne? Wenn ihr auch nochmal. Ihr habt jetzt das die ganze Zeit so extrem eingefordert. Jetzt haben wir die Challenge gemacht. Wenn er ein Rematch gegen Lozan macht, wenn Lozan einen Rematch möchte,
dann schreibt es gerne auch in die Kommentare rein. Also, wenn er möchte oder nicht möchte. Ich möchte auf jeden Fall. Er ist ready. Gewinner des Tages heute Lozan, muss man sagen. Fußballerisch wirklich heute gut. In einigen Aktionen schön, technisch hast du gezeigt, was du kannst. Bist halt so ein Street-Fußballer. Ja, natürlich bist du auch einer, der provoziert, der aneckt und so. Aber muss man ja auch, weiß ich meine so. Das ist dein Typ. Es gibt Leute, die dich hassen. Es gibt Leute, die dich lieben. Von mir aus können, darf ich kurz was sagen? Klar. Auf jeden Fall, von mir aus kann die ganze Welt mich hassen. So. Ich glaube an mich selber. Ich weiß, wer ich bin. Deswegen so diese Kommentare gehen wirklich so an meinen Punkt vorbei. Was soll ich sagen? Ihr könnt sagen, ich bin arrogant, ist eure Meinung, aber diese Leute in meinem Kreis, die mich kennen, die wissen, wie ich bin. Mehr brauche ich auch gar nicht dazu sagen. Wie gesagt, es ist so, ihr polarisiert ja beide irgendwo. Deshalb, es gibt ja so viele krasse Fußballer in diesen Feind der Pro-Folgen. Ihr steht beide hier, weil die Leute es extrem gewollt haben. Das heißt, ihr polarisiert, ihr seid ja beides auffällige Charaktere gewesen. Deshalb haben wir es gemacht. Ne? Wenn die Community es wünscht, dann machen wir das, was sie wollen. Und wenn die ein Rematch wollen, dann können die es gerne in die Kommentare schreiben. Gar kein Problem, ich bin gerne dabei. Ich bin auch auf jeden Fall dabei. Wenn er wieder nach Hause geschickt werden möchte, ihr wisst ganz genau, Diar, er hat meine Nummer. Ein Anruf, ich bin sofort da, egal was. Beim nächsten Mal wirst du, glaube ich, nach Hause geschickt. Meine Nummer hast du auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall, gerne. Aber nächstes Mal auf jeden Fall bist du auf jeden Fall nach Hause geschickt. Meine Nummer hast du auch auf jeden Fall. Dicker. Der spammt dieses Wort ja so geistkrank. Wenn er wieder nach Hause geschickt werden möchte, ihr wisst ganz genau, Diar, er hat meine Nummer. Ein Anruf, ich bin sofort da, egal was. Beim nächsten Mal wirst du, glaube ich, nach Hause geschickt. Meine gerne. Nummer hast du auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall, gerne beide Jungs Social Media Liebe da lassen. Lozan, komplett neuer TikTok-Kanal. Genau, ich habe TikTok-Account gemacht. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mich supporten würdet. Und danke für alles. Also haut rein. Warte, ich habe noch eine Frage. Der Kameramann darf auch mal was fragen. Ja, natürlich. Hast du jetzt prozentual oder nicht? Nein. Ich hoffe, bald habe ich das. Potenzial, okay. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao. Sei cool, Digga. Ohne Spaß. Das war ja nicht mal auf dem Hauptkanal von Diar, ne? Freunde, heute ist das Duell. Und guck, Diar Inside. Und trotzdem hat es so viele Aufrufe bekommen, Digga. Mhm.